Servus Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich darf heute mal mit euch legal auf einen Lost Place gehen und euch legal einen Lost Place sagen, was eine richtige Ehre ist. Weil wir sind heute in einer Mühle, wo früher mal eine Papierfabrik drinnen war. Steht seit Ewigkeiten leer, ist damals im Zweiten Weltkrieg besetzt worden. Die ganzen Soldaten haben alle die Waffen eingeschmissen ins Wasser. Werde ich euch jetzt sagen. Wie gesagt, spannendes Video, legaler Lost Place Besuch, wenn euch das interessiert. Dann bleibt's dran. Let's go! So Freunde, los geht's. Legale Lost Place Begehung. Besitzer hat mich gerade reingelassen, zu dem schauen wir nachher nochmal. Und ich würde sagen, let's go! Okay, also ich bin jetzt diese Halle durchgegangen. Steht Freak Floor. Da geht's nach innen. Ist leider zugemacht worden. Da die Tür auch verschlossen. Da haben wir den alten Treppenaufgang. Haben wir da? Schaut aus wie Toiletten oder so. Oh ja, sind Toiletten. Alter. Schaut auch aus da. Hallo. Richtig arg. Mhm. Da fehlt die Toiletten schon. Okay, da haben wir noch so einen kleinen Raum, wo es mal aufgegangen ist. Okay, schauen wir weiter. Was ist da? Okay, da geht es dann nach oben. Wow, ist das für alle Lärm. Alter! Wow! Geile Scheiße! Ganz schön groß da drinnen. Alter! Boah, fettes Graffiti. Ist schon geil aus. Also mir hat der Besitzer erzählt, dass da drinnen eine ziemlich fette Silvester- oder Halloween-Party war. Da ist da vorne das Mischpult gewesen, da haben die Leute getanzt. Ich stehe mir auch ziemlich gut vor. Ich hätte Party in einem Lost Place. Geil. Schauen wir mal durch da. Alter. Geile Scheiße. So, ich werde jetzt einmal schauen, was da drüben noch so ist. Da drüben ist ziemlich laut. Da sind irgendwelche Maschinen von der Mühle am Werk. Also hat man gesagt, dass da noch ein Teil davon benutzt wird. Keine Ahnung, wie. Schauen wir. Okay, Freunde, da drinnen ist ziemlich laut durch die Maschine. Schauen wir mal nach drinnen. Was haben wir da noch? Für alle Geräte. Heftig. Okay, da haben wir einen Stromraum. Strombereich. Ich bin da jetzt in so einem kleinen Lagerraum daneben, also neben diesem Strom drin. Da ist auch noch Haufen, da ist Strom, Teile, Trafos, was auch immer. Alles Mögliche. Schaut richtig steil aus da. Das ist ein Lager, also
Erfahrung für Unternehmen und so weiter und so weiter. Statistikblätter, Bodenhaufenweise. Da schon sehr viel Code, extrem viel Code. Dann machen wir mal so was. Gedenktafel. Das Papier ist mehr als nur alt. Wahnsinn. Was haben wir da? Steht da Datum dabei? Da liegt das Spritzen umeinander. Heftig. Ich muss jetzt da so einen alten Aufzug durch. Mega unsafe das ganze da drinnen. Oh. Alter! Bist du Moped? Also Freunde, eine Halle nach der anderen ist eine Überraschung. Da stehen jetzt Haufen der Sachen von früher. Da haben wir zum Beispiel so eine Waage. Schaut euch das an. So eine richtige alte Waage. Das ist richtig geil. Da hinten haben wir nur eine kleinere Ausführung davon. Da haben wir so einen alten Tisch, mit dem man Papier geschnitten hat. Seht ihr, da hat man noch diese Klinge drauf. Da hat man so schneiden können. Wie es heute in klar gibt, nur halt in groß. Geil. Okay, da liegen noch Haufen, weil es so Glasachen herum. Kleine Deko-Gegenstände. Da haben wir einen Home-Trainer. Ich glaube, den muss ich kurz austesten. So Freunde, da haben wir noch so eine uralte Tafel, also die ist wirklich uralt. Und dahinter haben wir ein paar Kleinigkeiten, da ist so ein kleiner Deko-Gegenstand und ein ultra altes Bild. Also das ist richtig retro. Oh, was ist das? Faserschutz. Da stehen auch noch so Hefer und Becher umeinander. Okay, da auch noch ziemlich viel Zeug. Kunst- und Krempelmarkt. Ja, genau so kommen wir da auch gerade vor. Das ist. Alter, so alter Schrott. Das ist ein Mini-Backofen. Ja, der ist ja viel witzig. So eine Trinkflaschen. Indianer-Style. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Da haben wir ein paar Bücher. Okay Freunde, das ist eine komplett gruselige Puppen und ein paar VHS-Kassetten. Erinnert mich irgendwie an Jerry. Jerry, falls du das siehst. Liebe Grüße. Da haben wir noch einen Heizstrahler, der was wirklich so viele Jahre am Buckel hat und immer nur so gut beieinander ist. Das ist echt heftig. Und Schreibmaschinen. Bei der Olympia. Haben wir auch schon oft gefunden. Also Deko-Gegenstände, beide Hefer. Da schaut es ganz schön anders aus. Da ist noch ein Schüdel, das hängt seit Ewigkeiten da. Jetzt hat er oben. Rauchen verboten, ist leider schon auseinandergefallen, aber ist noch ein Originalschild von damals. Und da hätten wir so ein Wagerl, so ein Putzwagerl. Und direkt daneben, auf diese Schienen, die da entlang gehen, diese Wagerl. Und das Wagerl, das ist, ja, Zahn der Zeit hat da genagt, man sieht es. Aber das schaut jetzt schon richtig anders. Also das ist schon komplett durch. Okay, nächster Bereich. Okay, geil. Ah, da steht noch eine richtig alte Maschine. Boden da ist aber auch nicht mehr so geil. Okay, geile Sache. Da haben wir nur zwei so Wagen. Ist drüben gerade waren. Schaut auch richtig cool aus. Wahnsinn. Bücher und ein ganz alter Tisch, Alter. Okay, irgendwelche Dokumente, Unterlagen. Kranker Scheiß. Da ist noch einmal so eine Maschine, das ist irgendwas für Papierherstellung war das. Ich habe leider keine Ahnung wie und was. Und ihr da ein bisschen Ahnung habt von dem Ganzen.
bitte in die Kommentare schreiben, was das war, für was man das nutzt hat, weil ich habe keine Ahnung. Und der Besitzer wollte nicht mitgehen, weil er sagt, er ist schon Millionen mal durchgegangen und er will nicht noch mehr. Was ich auch verstehen kann, ja. Okay, schauen wir weiter. Irgendwie hat das auch was legal auf anderes Place zu sein. Bis jetzt habe ich immer Angst haben müssen, dass ich erwischt werde währenddessen oder verjagt werde oder sonstiges. Da kann ich mich jetzt frei bewegen, machen, was ich will, filmen. Irgendwie cool, fertig. Aber Freunde, da sieht man es wieder mal. Es ist auch möglich, sich Las Places anzuschauen auf legalen. Einfach einmal lieb nachfahren. Funktioniert genauso. Man muss nicht immer mit Gewalt reinkriegen und ja, das auf dem illegalen Weg machen. Es geht auch legal, man muss nur wissen, wie. So ist es. So, da sind wir vorher aufgekommen. Da ist diese Tür, wo ich rein möchte. Okay, easy. Okay, da geht's nach oben jetzt. Geile Scheiße. Dann schauen wir mal auf. Da schon ab am Start. Ich liebe meine Armitec-Lampen übrigens. Puh. Alter. Okay, wo kommen wir da jetzt? Ist das Dachbodenbereich? Ja. Alter. Okay. Was haben wir da? Holy shit, Alter. Da haben sie die Papiertests gemacht. Krank, Alter. Da steht nur Büroleim. Die ganzen Testpapiere. Siehst du, Spezialpappe. In alle möglichen Ausführungen. Da haben sie diese Tests gemacht. Da die ganzen. Was? Salmiaksalz. Habe ich auch nicht gelesen. Die ganzen Sachen und da ist die Gerätschaft dazu. Ah, heftig, heftig. Lärm, das schaut geil aus. Ist das nur so erhalten? Wahnsinn. Also eine richtige Zeitkapsel das Ganze da hinein. Also da, man schaut sich das an, das ist richtig, Alter, shit. Nichts. Fuck. So Freunde, das war jetzt der Raum, wo sie das Papier, also die Drucktests gemacht haben. Da geht es jetzt vier auf einen ewig langen Dachboden, jetzt sage ich das einmal. Alter, da kämpfen sie jetzt durch. Okay, da haben wir auch noch so ein Wagerl. Schauen wir mal, dass wir mal da vier kommen. Ah, wo wir hinkehren. Alter, die Balken sind. Die Balken und der Boden fühlt sich beides nicht gut aus. Muss ich ehrlich sagen. Aber werden wir schon überleben. Da alles herumliegt, das Wagel. Also, da sind so viele Sachen. Ne? Und auch wieder so ein Wagel. Da irgendwelche Motoren mit Ketten drinnen. Da haufenweise Kisten. Diese alten Transportkisten, was man halt früher gehabt hat. Wo nur diese Metallhenkel drauf waren. Das sind auch überall. Und da hinten, da haben wir noch mal so alte Wagen. Die schauen halt schon richtig arg aus. Aber die Hunde. Verrotten da oben vor sich hin, das ist arg. Okay, da die ganzen Kisten gestapelt. Da haben wir nur einen Aufzug. Ich muss ihn einmal drücken, weil ich nicht anders kann. Funktioniert sowieso nicht. So, da, bis senken sie die Aufzugtüre. Vorsicht, der Aufzug. Und da geht es nach unten. Da sind wir vorher drüber gegangen über das Brett. Also im Prinzip. Sind wir über den Aufzug geschafft in den nächsten Raum kommen. Und da hinten, Freunde, wartet was richtig Geiles auf uns. Let's go. Okay, krass. Nur mal so eine Waage. Okay, jetzt nach oben. So, wieder so ein Tisch. Das ist die andere Seite vom Aufzug. Bierdeckel herum. Das ist unglaublich. Da gehst ohne drüber nachzudenken auf den Dachboden herum und auf einmal liegt neben dir einfach ein kompletter Flügel. Schaut sich da mal an. Heftig. Der Besitzer hat mir vorher gesagt, dass der Flügel anscheinend einen richtigen Wert hat. Also hätte, war noch nicht schon so im Arsch. Aber es ist leider auch zu weit. Achten nicht aufs Zeug und dann verkommt sie so wieder. Und schaut sich das an. Das ist mehr als wie nur durch.
Das war's. Schade. So, auf uns wartet jetzt der sogenannte Archivraum. Das ist ein richtig altes Archiv. Es sind nur Dokumente drinnen aus dem Zweiten Weltkrieg. Also wirklich von 1940, glaube ich, weg bis 1985 oder so. Und danach hat es dann so ausgeschaut wie jetzt. Also ich zeige euch das einmal. Freunde, da drinnen ist absolutes Chaos. Da liegt alles umeinander. Da steht es 1945 bis 1950. Da steht es. Heftig. Da. Wirtschaften. Vereinigung österreichischer Industrieller. Da sind noch haufenweise Dokumente von der Zeit. Arg. Heftiger Scheiß. Da haben wir auch noch haufenweise Ordner. Schaut schon geil aus, oder? Also was da alles nur herumliegt, ist unglaublich. Wahnsinn. So, ich muss wieder durchquetschen. Dass ich da reinkomme überhaupt. Oh, fuck. Puh. Alter. Ich sag's euch, das Archiv ist das Ärgste. Das ist komplett arg. Alter. Wie alt sind die Zählen da teilweise? Da. 1960. Echt arg. Ich gehe da auf, schlichtweg auf Dokumente spazieren, das ist ja nicht normal. Alter. Wahnsinn, Freunde. Absolut geisteskrank. Das gibt's ja nicht. Da schon wieder die ganzen Bierdeckel. Schaut wie viel. Das ist überall so. Den ganzen Lastplätzen überall am Boden diese Bierdeckel. Echt unglaublich, wie viel das hat. Wahnsinn. Alter Vater. Chaos pur dann. Chaos pur. So, Freunde, was soll ich sagen? Archiv, absolut geil. Absolut geil, wirklich. Richtig spannend. Also auch wenn du da durchschaust, was da noch so herumliegt an Akten, das ist wirklich, wirklich spannend. Ich würde sagen, wir schauen einmal, dass wir da zurück Richtung dahin kommen, wo wir herkommen sind. Und wir lassen das Archiv so hinter uns und hoffen, dass das so erhalten bleibt. Ich meine, das ist schon ziemlich hin. Aber vielleicht schafft es ja doch noch ein paar Jahre. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich den Weg nach draußen wieder finde. Weil das Ding ist nicht einmal so klar. Also man kann sich da echt leicht verrennen da erinnern. Aber geile Sache. Hat richtig Spaß gemacht. Was ist da drüben noch? Ich hab echt Angst, wenn ich da manche Türen öffne, weil es manchmal einfach ins Nichts geht. Okay, da geht's auch an. Auch wieder mit so Sachen. Alter, da sind haufenweise von diesen Tischen. Jetzt weiß ich, wo die alle herkommen. Da nochmal so ein Wagen. Kranker Scheiß. Ups. Heftig. Mag. Alter, schaut sich das an. Boah, das ist ein Kolosse. Vielleicht zwei davon. Da liegen auch noch sehr viele Sachen herum. Alter Schwede. Ja, das ist eine richtige Lager, Werkstattmischung, was auch immer. So, das ist heftig. Da haben wir den Lift. Den großen Aufzug ist für schwerere Sachen. Schaut auch geil aus wie in Amerika oder so. Nice. So wie man aus den Filmen kennt in New York oder so. Richtig cooles Ding. Schauen wir da vorher hin. Da geht es anscheinend wieder nach unten. Anscheinend. Da noch erinnern? Auch noch so Zeugs. Was ist das? Auffuhrerklärung. Mit Farben und so. Spirituelle Dinge. Das ist einfach so. Das verfolgt natürlich alles. Wahnsinn. Kleiner Fun-Fakt, Freunde. Mir ist erzählt worden.
Da neben uns befindet sich ja direkt das Wasser. Das ist der Fluss. Und in der Kriegszeit, also wie der Krieg vorbei war, war das Gebäude besetzt von ca. 200 Nazi-SS-Soldaten. Die haben dann ein ganzes Zeug, also eine ganze Ausrüstung, Munition, Gewehr, Waffen, alles Mögliche, da reingeschmissen. Und das hat dann der Fluss in die erste Kurve getrieben. Und vor ein paar Jahren haben sie es einmal ausgehoben und haben haufenweise Waffen gefunden. Aber ja, so sind sie das Zeug damals los. Okay, Freunde, wir schauen nach unten. Wieder weiter. Ich glaube, dass ich die ganze Location gesehen habe. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Ich kenne mich da nicht so aus, wenn ich irgendwo. Okay, was ist da noch? Mehr. Okay, da geht es wieder da zurück, wo ich gekommen bin. Da bin ich aber vorher. Okay, was ist da noch? Ah, auch nochmal so Dokumente und so. Also Schrauben. Aber was ist denn das für eine Gabel? Das ist eine afrikanische Holzgabel. Die ist ja cool. Was ist da los? Ah, gescheit. Ich muss sagen, mir hat die Location jetzt richtig gut gefallen. Es ist viel zum Sehen, es ist haufenweise alte Sachen, die wirklich seit damals unberührt herumstehen. Das hat man halt selten auf einem Lastplatz. Deshalb, meine Meinung, geile Location. Mich würde es interessieren, wie ihr die Location jetzt gefunden habt. Also bitte, wenn es geht, Daumen nach oben, abonnieren natürlich nicht vergessen und in die Kommentare schreiben, was euch an der Location gedacht hat. Oder ob euch andere Sachen mehr gefallen, also wie zum Beispiel jetzt Häuser, Bunker oder ob es doch eher Firmen und Fabriken sind. Würde mich einfach interessieren. Okay, da mache ich jetzt wieder zu, wo ich vorher geöffnet habe. Okay, so. Schauen wir wieder nach unten. Das war es dann mit der Location. Wenn euch die Location gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren, Kommentare lassen, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.